Hallo und herzlich willkommen hier am LS22 im Multiplayer auf Cannon Crossing. Ja, wir sitzen hier gerade in unserem Deutz auf dem Weg zu Feld 39. Dort muss noch Kalk drauf. Muss ja mit den schweren Anhänger berg hoch. Es müssen hier oben, habe ich jetzt gesehen, liegen noch ein paar Ballen rum. Die Sämaschine stand zwar unten am Hof, aber das Feld ist noch nicht angesät. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal vergessen hatte oder Jürgen hatte mir vielleicht auch mal geschrieben, dass er Ballen auf jeden Fall eingesammelt hat. Das habe ich mir so gemerkt, ne? Denn hier hinten auf dem Feld, wo wir oben die Luzerne gepresst haben und natürlich hier das Gras gepresst haben, da lagen ja einige Ballen rum. Jetzt müssten eigentlich auf der rechten Seite genau dort schon die jede Menge Stapel auftauchen. Also da muss Jürgen welche hingefahren haben. Die hatte ich nicht so viel hingefahren. Aber ich dachte eigentlich, ich weiß nicht, ob ich die Sämaschine schon eingestellt hatte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss auf das Feld noch Kalk. Dann muss natürlich noch Sorghum angesät werden. Weil das wollten wir ja hier noch machen, damit wir entsprechend im Herbst, denn wir sind ja jetzt hier im April unterwegs, ne, und das ist die erste Möglichkeit, wo wir auch Sorghumhirse ansehen können. Deshalb hat es eigentlich ganz gut gepasst und deshalb werden wir jetzt auch Sorghumhirse ansehen. Die ist ja schon im August dann theoretisch erntereif, geht ja relativ schnell, Sorghumhirse. Da können wir mal nachdenken, ob wir dann eventuell vielleicht sogar Gras hier hin machen, was es dann einfacher macht, weil wir dann eine Frucht haben, weil wir das... den eingefahrenen CP-Kurs, den wir hier uns mal gemacht haben, den man hier auf der Übersichtskarte sieht, wenn ich ankomme, den hier, ne, den könnte man dann nutzen. Da macht Gras eigentlich mehr Sinn. Aber ich gerade auf die Karte geguckt habe, hier unten ist jetzt auch noch in Grasmäher eingestellt, der hier unten das Feld noch mäht, denn das Feld war ja auch erntereif. Da habe ich mich jetzt vertan. Ich selber erst mal gucken. Nicht, dass ich den Tag zu doch war komplett erntereif, ne? Also zweite Erntereifstufe, das passt schon. Das geht nämlich schnell ja mal nicht vertun, ne? So, denn hier sieht es so aus, hatte ich jetzt gesehen, von Wert her, es sind 6375 von 6750, also ein bisschen Kalk muss drauf. Eingestellt ist das hier schon richtig. Wir müssen auch noch einen Kurs generieren. Da machen wir ganz einfach. Aber was weiß ich, zwei Vorgewände, dass er ein Feld wendet. Es würde auch ohne Vorgewände gehen, aber da rangiert er mir so viel. Ne? Wenn er so viel Platz hat, dass er im Einzug wenden kann, finde ich, macht er das besser. Ne? Vorgewände machen wir zuerst und machen hier auch ein Stück nach draußen, dass er alles erwischt. Und dann werden wir einen Kurs generieren. Und dann sagt man hier ganz einfach mal Übergabe an Autotreif und erster Wegpunkt. Dann geht's los. Sollte er jetzt entsprechend nochmal Kalk ausbringen. Genau. Jedenfalls auf dem Feld. Meine, die Wiese würde nicht kalken, weil das ist ja bloß normales, ja, wie soll ich denn sagen, normales Land. Was uns zwar gehört, wo Gras wächst, aber das werden wir nicht, das müssen wir nicht weiter kalken oder düngen. Ne? So, gut, das läuft. Dann, fehlt es an verschiedenen Stellen in unserer Produktion. Ne? Der LKW ist hier. Ach so, der Düngerstreuer ist angekommen. Der muss ja noch eine Mission abarbeiten. Der hat ja noch so ein kleineres Feld vor sich, wo wir noch mal ordentlich Geld kriegen. Also auf der Karte sieht es nicht groß aus. Ne? Aber sind schon ein paar Hektar. Einmal Vorgewände weicht, bleibt alles so. Weil hier kommt es nicht so genau drauf an, weil das ist Mission. Wenn wir das so mit einem Vorgewende machen, erwischen wir definitiv genügend Fläche, um die Mission zu erfüllen. Denn da sieht es so aus, 108.000 kriegt man, oder fast 109.000. Und es sind, tja, wo steht's? Da oben, 62,8 Hektar. Also ein bisschen wird er beschäftigt sein. Ich weiß nicht, eine Stunde und zwei Minuten will er brauchen. Ja, scheint mir sehr lange. Da wird unser Dünger nicht reichen. Ja, wirklich so lange düngen. Na ja, gut, wenn ihr meint. Wir lassen ihn mal fahren. Aber ich suche eigentlich unseren LKW. Der müsste doch eigentlich als letztes in der Liste kommen. Hier ist er doch, genau. Weil hier hatte ich Calciumcarbonat noch drauf, das habe ich ausgeladen. Ich hatte gesehen, dass hier noch Eisenerz da ist. Dann nehmen wir mal was mit.
Denn oben steht da, Eisenerz muss in unsere Schmelze. Goldflakes können wir eventuell ausschalten. Oder na doch, steht einmal Flakes steht da. Könnte man natürlich auch übertragen, dass wir noch einen Barren Gold produzieren. Oder einen Anfang zu produzieren, wie auch immer. Bremsen. So, da geht die Meldung auch weg. Vielleicht lassen wir noch dreimal fallen unterwegs hier, das ist auch möglich. Na, 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 na. Nicht rumbacken hier. So. Die Pflicht reicht für 2 Minuten. Na ja, gut. Ah, das ist fast aussichtslos, das entsprechend. Dass wir da entsprechend hinterherkommen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch Kies haben oder ob wir noch Steine haben. Ob hier noch was im Lager drin ist. Wir sollten uns wahrscheinlich hier ein Display hinstellen, oder? Das werden wir auch machen. So viel Geld haben wir. Tools oder war es bei Tools oder war das drin? Ach ja, doch bei Tools. Mir gefällt die Variante hier mit Stab am besten. Ach so, hier hab den Mod mit drauf, den es auf Forbidden Mods gab. Was ich gesehen hatte, hatte mir auch Jürgen geschrieben. Dass es einen gibt, wo man im Baumenü weiter rauszoomen kann. Finde ich gut. Gerade hier, wenn man so riesige Produktion hat oder ja, mal was Größeres platzieren muss. Ne? Also in dem Fall jetzt hier nicht, aber das ist schon nicht ganz verkehrt. Ne? So, dann machen wir hier ein Display noch dran. Tja, nehmen wir ein zweizeiliges Breit, oder? 52 Zeilen, glaube ich, ist so nicht die schlechteste Variante. Nee, Holger, nicht so dolle drehen. Halt, halt, halt. Ach so. Ein Stück höher hätte ich es gern. Ich denke mal, so sieht das ganz gut aus. Und er zeigt sogar was an. Das ist noch besser. So, Calcium ist klar. Eisenerz. Sand haben wir drin. Das braucht man doch auch irgendwo, ne? Ach, auch ein Schmelzofen. Nehmen wir hier nochmal Sand mit. Wo ist er? Hier ist er. Geht ja auch nicht viel rein. Ja, nach wie vor werden Holzbalken, werden nach wie vor eingeladen. Dann, ja, so das nächste Projekt ist natürlich, wer wird denn hier blockiert? Wo stehe ich mit meinen... Ach, ich stehe doch mit meinen... Es ist wieder ausgestiegen, fortgerannt und den Trecker stehen lassen, ne? Ich stehe doch hier mit meinem Trecker noch auf dem Feld, oder? Selbst der Motor läuft noch, ne? Geht, ne? Weil ich hatte einen Ball auf dem Feld liegen sehen und dann sah mir die Textur so komisch aus. Dachte mir, ist doch noch nichts angesät. Dann bin ich ausgestiegen. Ja, und dann schon wieder was anderes gemacht und ja, besammle ich schon wieder Ballen. Eigentlich wollte ich Sand bauen, oder? So wird das ja nichts, wenn wir was anderes machen. Obwohl eben genug Arbeit da ist, das ist das Problem, ne? Denn wir haben es ja schon 16.31 Uhr, wir müssen definitiv heute das Feld noch ansehen. Das ist so mehr oder weniger Hauptaufgabe. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt alle Ballen erwischt haben. Leider sieht man das nicht so recht.
Wenn jetzt einer außer Sichtweite noch irgendwo rumkullert, dann ist es so. Ne? Aber das sieht erstmal nicht so aus. Dann fahren wir ihn erstmal hier noch mit den restlichen Ballen hier hin. Ja, die müssen natürlich entsprechend vergehren. Und dann können wir sie zu Geld machen. Eigentlich ganz einfach, oder? Die lassen wir auch hier stehen. Die fahre ich jetzt nicht extra im Lager. Weil wir die ja doch dann relativ aktiv, wenn sie vergoren sind, hier abfahren werden. So, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt habe ich mich total verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stapel plus die hier. Schon ordentlich. Da sprechen wir von, also 42 mal 12, also fast 500 Ballen. Mal sind ja 1,80er. Ne? Verschieben. So, abgeladen ist. So, mal gucken, wenn wir jetzt hier den Anhänger dran kriegen. Das wird dann Spaß. Komm, knick ein. Haben wir ein bisschen nachhelfen können. Warum geht das nicht? Doch, hab angefasst. Eigentlich wollte ich die Leiste nach drüben schieben. Und nicht wegschieben, Holger. Lässt sich nicht schieben. Dann müssen wir hier eine halbe Stunde rückwärts rangieren. Ja, ich hoffe mal nicht, dass es so schlimm wird. Oh, passt schon. Glück gehabt, ne? So, dann nehmen wir die Hänger mit runter. Oder wir schicken ihn zum Hof, dass wir nochmal zu den LKW gucken können. Ne? Einfach hier hin. Ach so, Moment. Der vordere steht noch auf. Der hintere auch noch reset. Nee, er will nicht losfahren, weil irgendeiner steckt noch im Autolot drin. Jetzt geht's. Naja, er wird einen Weg finden, ne? Gut. Wir suchen mal halt der Stand von der LKW. Sand ist abgeladen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Steine und wir brauchen Kies. Steine können wir uns nur oben an der Sandmine holen. Da steht noch das Förderband. Ich habe auch jetzt die ist nochmal frisches Gras durch den Asphalt gewachsen. Diese Mining-Fräse mit drauf, die man auf der SGA-Seite findet. Aber momentan kein Trecker frei, mit dem wir das machen könnten. Wir bräuchten dann hier permanent einen Traktor oder irgendwas. Weil so, na, weiß ich nicht. Was liegt hier von uns rum? Ach, der Container ist das, okay. So, da holen wir mal
Kies. Und dann schickt man hoch zu Steine. Weil unsere Goldwäsche steht natürlich, ne? Kein Kies mehr drin. Ganz, ganz schlecht. Wir fahren hier gleich mal querfeld ein. Werden jetzt schon wieder blockiert. Da gibt es eigentlich keinen Grund für, außer da liegt noch ein Ballen rum. Ist natürlich gut möglich, ne? Wird entsprechend weggenommen. Und dann schickt man ihn einfach nochmal. Ihn schickt man einfach Hafensilo. Genau dorthin. Aber als normalen Frakt. Wenn wir gucken hier oben hin. Ach du Schande, hier liegt ja noch mehr wie ein Ballen rum. Das sind ja noch ein paar viele. Wir müssen hier mit unserem Trecker nochmal zurückverwenden. Das wird so noch nichts. Hier passt doch vorbei, oder? Bleibt da hängen. Geht, geht. Und hier wird wieder blockiert. Boah, was macht denn der hier hinten? Ja, habe ich jetzt hier auf die Spur geschickt. Da fährt natürlich jetzt hier irgendwo Wenden. Ach, Holger. Eindeutig Fehlercode 40, ne? Oder so ähnlich. Können wir hier gleich selber fahren. Gut, ist natürlich noch nicht so weit weg dann, ne? Das ist natürlich hier unten, glaube ich, hoch noch 4 oder 5, ne? Steht ja überall bloß immer ein Hofsilo und so 1-2 Hallen mehr ist ja da nicht gemacht. Und ein Farmhaus natürlich. Wenn man jetzt hier Multiplayer spielen würde, dann hätte man auch die Möglichkeit, dass jeder ein Farmhaus besitzen kann. Und sehr schmale Zufahrtsstraßen hier, ne? Ja, schönes Waldgebiet, ne? Wo man sicherlich auch noch so den ein oder anderen Hirsch oder entsprechend Bären finden würde, wo man ein bisschen Geld kriegt, aber ich habe so noch keinen weiter gesehen hier irgendwo. Ob wir generell alle finden? Schauen wir mal, ne? Hier ist auch noch eine Brückenbaustelle. Hier drüben. Die werden wir nicht so schnell brauchen. Aber wie gesagt, wenn wir die zweite Brücke, die wir ja in Angriff nehmen wollen, vom Hafen Richtung den Land hier rüber, wir sind jetzt hier an der Brückenbaustelle, wenn wir die hier noch in fertig bauen, dann würde ich dann eher schon Priorität auf die hier unten irgendwo setzen, dass wir die drei Felder erreichen, auf eine von beiden, das würde schon reichen. Mal gucken. Weil die 1,2 Millionen, die wir auf dem Konto haben,
Ja, wir werden uns schon noch ein Feld kaufen. Also, wir brauchen dann Ersatz für unseren Wald. Hier unten werden wir nicht weiter betreiben, was wir hier unten haben, wenn dann die Bäume alle weg sind. Ich glaube dann schon, dass wir ja, hier so ein Stück kaufen. Ne? Hier fällt Land 14, 700 und 1000. Ich meine, es ist alles ein bisschen was. Ne? Aber ja, mal schauen. Wir fahren gleich mal hier lang, weil die Bahnen lagen ja auf der Seite dann. Meine jetzt für uns noch würde eigentlich, meine haben wir jetzt nicht so den Stress, hier Feld 7 oder beziehungsweise Feld 45 Land Nummer 7, das würde uns eigentlich hier schon zugute kommen. Also das ist schon, denke mal schon, dass wir in die Richtung dort weiter erstmal erweitern, weil dort ist glaube ich auch Gerste drauf, oder? Ja, genau, Gerste würde gut passen. Haben wir zwar schon ein bisschen was an Gerste, aber würde trotzdem gut passen, dass wir da eine Mühle weiter betreiben können. Ne? Achso, unser LKW ist angekommen. Ich dachte, wir sind jetzt angekommen, aber es war unser LKW. Ja, wir hätten vorhin komplett alles abfahren sollen. Das ist dann auch wiederum der Vorteil. Ich meine, gut, wir hätten ihn natürlich auch jetzt alleine losschicken können. Ne? Wir hätten ihn ja den CP1-Kurs, was wir da eingefahren haben, da vorne liegt auch noch ein Ballen. Ne? Ganz da vorne auch noch. Also einen sehe ich. Ist da vorne auch noch einer dann? Ja, gut. Wir sammeln erstmal noch hier weg, dann fahren wir nochmal hier oben lang. Wir hätten ihn auch eigentlich einen CP1-Kurs geben können und hätten gesagt, hier sammle mal Ballen. Ne? Warum er hier solche Aussetzer hat bei den Kalkstreuer hier, diese Zacken, keine Ahnung. So, müssen wir die hier alle haben? Schon Nachschub holen, der Kalkstreuer. Ne, er kommt dort oben, zweite Runde, okay. Ne, das war doch keiner. Das sah auch noch von Weitem so aus. Gut, dann stellen wir mal die Ballen noch ab. Dann schicken wir ihn noch mal zum Hof. Die stellen wir aber auch jetzt noch einfach hinten mit dahinter. Die versuche ich jetzt sicher eine Ladung voll zu machen. Das ist vollkommen egal. Gibt zwar schönes Muster hier, aber hauptsache gut, wenn es für Precision Farming alles entsprechend gekalkt ist, dann mag das mal gehen. So, nur nicht runterfallen, das ist immer ruckzuck am Hof, ne? So, die kommen hier mit daneben. Ah, jetzt habe ich sie. Zeitig entladen. Nochmal das Ganze. Gut. Ja, da bleiben dann vier einzelne Ballen übrig, ne? So wie das aussieht. So, fahren wir hier rum zum Hof. Denk mal, wird er schneller da sein. So natürlich gar nicht. Müssen wir nochmal Reset drücken. Minute 52, das sieht schon passender aus, ne? So, hier ist der LKW.
So, der Kies kommt. Achso, in die Goldwäsche. Die Ladung wird zwar auch nicht ewig reichen, aber wir werden die jetzt erstmal hochschicken zur Sandmine, dass wir dort Steine holen. Die Flakes sind natürlich schon alle, die können wir erstmal ausschalten hier. Denn wie viele Bahnen haben wir jetzt schon produziert hier hinten? Da liegen schon ein paar. Schalten erstmal aus. Ja, mit den nächsten Flakes ist dann schon ein Barren voll. Ja klar, 1000 Liter. Also bloß in der Goldwäsche wird nichts dastehen, weil wir hatten ja keinen Kies drin. Ne? Da würde mich jetzt wundern, wenn nochmal ein Glas mit Flakes dasteht. Ne, macht es nicht. So, Sandmine. So, ihn hier können wir eigentlich schon mal mit losschicken. Da kommt der andere Kollege an, der kriegt dann die Sämaschine. Das ist hier vom Durchmesser eingestellt, 1,80. Genau, das passt. So, dann brauchen wir erstmal natürlich den Kurs von den Deutz hier und wir werden ihn auf einer Feldbahn ansetzen. Das Vorgewende machen wir hinterher. Sonst müssten wir sofort hier die Ballen wieder wegsammeln. Weiß ich nicht, wo er dann entsprechend. Sieht man so aus, ob er dann unten weitergemacht hat. So, einmal kopieren. Einmal einfügen, einmal gucken. Sehe ich nicht. Aber ich glaube schon, dass er hier unten angefangen hat. Weil er fährt ja im Uhrzeigersinn. Dann denke ich schon. Dass es hier unten weitergeht. Mal kurz hier eine Strecke anzeigen lassen. Ja genau, hier ist der Übergang vom Vorgewände auf die erste Feldbahn. War leider über sich nicht gesehen. Kann man nicht weit genug ranzoomen, ne? Bei einer 16-Fachkarte ist das halt so, ne? So, nächster Wegpunkt. Und da kann er hinterher. Dachte ich, doch erfährt.
So, 7500 Liter. Und fertig. Gut. Achso, der lädt noch. Achso, wie viel hat er jetzt schon drin? 47.000. Die reichen aber immer noch nicht. Ne? Lange Bretter laden wir das auf. Ne? Ach ne, Holzbalken steht daneben. Ne? Aber lange Bretter reichen doch trotzdem noch nicht. Ne? Wie viel haben wir da drüben noch drin? Wir brauchen ja 100.000. Holzbalken. Ein angefangenes Teil drin. Jetzt sind wir bei... Naja. 32.000 dazu. War es jetzt 47 oder 57? 47, ne? Mal wieder bei 80 oder bei 90.000. Müssen wir mal gucken hier. Bei 80.000 und wir werden in der normalen, im normalen Sägewerk keine 20.000 haben, oder? Das würde mich jetzt wundern. Ich glaube, wir gehen hier nur 15.000 rein. Lange Bretter. Ja, 3.000. Das reicht noch nicht weit. Also der muss schon noch eine Weile stehen. Also bis er ja 65.000 drin hat. So lange muss er schon noch hier stehen bleiben. Oder 60.000. Dann wurden ja hier auch noch welche produziert. Gut, aber ja, das können wir uns ja morgen nach Folge noch nicht angucken. Ne, morgen nicht, übermorgen meine ich. In der nächsten Folge. Denn die heute schon rum. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen dann am Mittwoch 9 Uhr hier weiter. Bis dahin. Und tschüss.